Willkommen zurück. Dann machen wir mal weiter. So, und zwar, wir haben jetzt hier noch Spätherbst. Wir gucken jetzt mal, dass das Hospital fertig wird. Da springen wir natürlich jetzt ein bisschen vor. Das wird nämlich noch eine Weile dauern. Und zwar der eine. Ah, der wird wirklich eine ganze Weile dauern. Weil ich würde jetzt gerne über den Winter noch ein Haus bauen. Wir brauchen erstmal Steine. Steine, 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 Steine. Ach, ich sitze hier. Aber jetzt haben wir erstmal 300. Lassen wir erstmal drei Baumeister hier ganz schnell fertig machen. Ja, wobei wir das natürlich auch wieder selber machen können. Wir machen das auch selber. Ja, und wir schon wieder ab hier. Die wird nicht abhauen. So, blasen wir das Horn noch dazu. Der. Das dürfte auf jeden Fall schneller gehen. Ah, ich kann hier einen Baum pflanzen. Okay. Nee, warte. Baum. Was macht der bei der 5? Der pfeift gerade, oder? Hat sich einer wieder Rattenfänger von Abel. Was macht er bei der 6? Das haben wir noch gar nicht ausprobiert. Gar nichts. Vielleicht war er gerade baut. Macht er jetzt was bei der 6? Nö. Keine Ahnung. Kurios, kurios. Man kann natürlich auch nicht mit der Maus drüber gehen und einen kleinen Tooltip angezeigt bekommen zu kriegen. Ich habe es auch noch nicht nachgelesen. Aber könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was 5 und 6 ist. Weil da bin ich ein bisschen überfragt. So, blaser wieder das Horn. Das hat ja besser funktioniert. So, der wollte vorhin schon mal gehen. Dann gucken wir uns das Ganze jetzt erstmal an. So, wie weit sind wir jetzt gekommen? Ach du meine Nase. Na, das hat nicht so viel gebracht. Ich glaube, da bringt Vorsprung bringt da mehr. Jetzt. Ja, Vorspulen bringt da, glaube ich, mehr. Das dauert alles zu lange. Werkzeug. Starb bei einem Unfall, Bergmann. Verstehe, was hier. Ja, in den Minen stirbt ab und zu mal jemand. Aber das ist ja auch sehr realistisch gemacht. Das war ja früher wirklich so extrem. Beziehungsweise sterben ja heute noch Bergleute. Da kommt schon wieder. Da kommt schon wieder ein Wolf. Da kommt schon wieder ein Wolf. Jetzt im Schnee habe ich ihn super gesehen. Na, du komm mal her. Du kümmerst dich mal um den bitte. Das ist gut. Kommt mir nämlich schon mal dahin, da fahren schon wieder zu nah. Ist alles gut, alles ruhig, alles ruhig. Eigentlich hätten wir den jetzt auch mal beobachten können. Also der ist. Der kam von hier. Ja, hier hinten sind ja auch jede Menge Tiere. Aber vielleicht wäre der hier so durchgelaufen. Und dann zu den Hühnern so magnetisch angezogen hier. Das kann natürlich durchaus möglich sein. Mal schauen. So. Aber das dauert mir jetzt hier alles zu lange, um euch da jetzt hier durchquälen zu lassen. Ja, und ich jetzt hier versuche, irgendwie die Zeit zu überbrücken, bis das da fertig ist. Ich werde den nächsten Pitch setzen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Da 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 da
gleich fertig, gleich fertig, gleich fertig, gleich fertig. So, wir haben jetzt aber auch genügend Rohstoffe, damit wir auf jeden Fall hier noch ein Haus hinsetzen können, das dann gleich abgebildet werden kann. Weil die sind jetzt, 10 Leute sind jetzt Jugendliche, das heißt, die werden jetzt alle demnächst erwachsen werden. Da brauchen wir wieder Nachschub. Ist das Haus mit Ausguck nach hier? Ja, dann gehen sie direkt hier so eine kleine Seitenstraße. Ist okay. Ich denke, dass das passt. Ich sehe so einen ganz leichten grünen Schimmer. Ich hoffe, dass das passt. Okay. So, hier bei dem Haus müssen wir natürlich auch gleich wieder abquellen. Hospital ist fertig. Sehr gut. Noch kurz ein bisschen langsamer. Obwohl, ein bisschen schneller. Guck mal, wie sieht's denn aus? Ja, wir haben auf jeden Fall ein paar Betten hier drin. Wie viel sind's? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also 9 Leute können hier behandelt werden. Das sieht aber eher so ein bisschen aus wie so ein Lazarett. Also ein Hospital würde ich das nicht nennen. Das ist alles doch sehr einfach strukturiert. Aber wenn sie dadurch nicht sterben. Alles gut. Okay. Und da passen, wie viele passen denn da rein? Oh, was? Oh, okay, Entschuldigung, kann mit der Kamera ein bisschen. Hier passen 9 Leute rein, okay. Also momentan wollen wir hier aber keinen reinsetzen. Da finde ich ein bisschen blödsinnig, weil es ist keiner krank. Da ist ein Bär mitten im Weg. Ja, komm mal her, bitte. Wenn es mir hier mitten durch, bitte nicht. Genau, alles frei hier hinten. Sieht gut aus. Sieht gut aus. So, was bauen Sie jetzt als nächstes? Bauen Sie hier hinten bei uns jetzt genau, das Lagerhaus. In der Scheune sind Fleisch und Eier auf jeden Fall drin. Oh, das mit Kartoffeln. Fisch freischalten auf jeden Fall. Und ja, wir schalten noch Fleisch frei. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Dass die Kartoffeln so weit runtergehen, weil es ist ja das Frühlingsbeginn. Also wir werden jetzt zwar gleich von Temperatur her, aber das wird sonst eng. Und jetzt werden wir umverteilen. Wir werden nach wie vor. Ja, Steine lassen wir immer noch. Da lassen wir immer noch mal noch 3 hier drin. Ich muss mal gucken, wie viele Leute wir. Das wird nicht reichen. Also, wir können jetzt erstmal 10 Leute hier auf die Felder schicken. Dann muss ich 2 hier reinschicken. Dum, 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 dum. Lehm ist das, was wir am wenigsten brauchen. Dann holen wir vom Lehm noch raus. Ich hätte gerne zumindest einen Apotheker. Das war hier Hospital, war? Ja, das ist Hospital. Und ich hätte auf jeden Fall auch gerne noch wenigstens einen Sammler. Gut, Fischer lassen wir drin. Das passt erstmal so weit. Dann hätten wir noch 2 Leute über. Aber das ist okay. So, die dürfen jetzt hier endlich meine Ernte einfahren. Also hoffe ich jetzt mal. Okay, Lagerhaus wird gebaut. So, dann gucken wir hier nochmal. Genau, also sie haben jetzt hier, die Kräuter hat er jetzt hier reingeliefert. Das ist gut, weil dann kann der aus dem Hospital sich die Kräuter relativ schnell holen. Ich werde mal einfach mal einen kurz im Hospital einstellen. Das ist aus dem Grund, dass der sich zumindest, dass der hier mal dafür sorgt, dass hier auch was drin ist. Ich hoffe, der macht das auch. Ja, macht er. Der holt sich die Kräuter hier rein, aber man sieht. Auf jeden Fall, der holt sich auf jeden Fall hier was. Dass wenn dann einer krank ist, dass wir dann wirklich sofort loslegen können. Aber ich sehe nicht.
kann nicht sehen, was ist denn das hier? Ermöglicht es dir, Heiler anzuheuern. Diese heilt kranke Dorfbewohner, du benötigst Kräuter. Ja? Was ist denn das hier? Habt ihr ihnen zugeteilt? Ist ja einer drin. Oh Mann, ich hab da gerade geguckt. Jetzt ist das ein Fuchs. Aber jedes Mal, wenn hier ein Tier ist, ist dieser Typ nicht da, der die Hühner eigentlich füttern und bewachen soll. Mann, ey. Mehr hier. Schön auf Pause jetzt. Ich hoffe mal, dass er den jetzt getroffen hat. Hä? Ja, hat er. Perfekt. Okay. Er ist nicht ersichtlich, ob der hier schon was drin hat, ne? Das ist ein bisschen verwirrend. Jetzt fehlt es hier aber. Ja, Kleidung. Ich muss jetzt. Ich brauche unbedingt hier. Komm, von den 10 Leuten muss jetzt langsam mal was nachkommen. Ich kann jetzt hier nirgendwo mehr großartig was abziehen. Ich will sogar hier den zweiten Bauern wieder reinsetzen. Damit das Lagerhaus hier hinten fertig wird. Da können wir dann zumindest auch Holz mit lagern. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob die Fläche unten von den Minen das vielleicht dann sogar hier hinten lagern. Das könnte auch sein. Das war der Weg nach hier unten. Ja, der ist weiter. Die werden das von den Minen hier oben auch lagern. Das wird passieren. So, wir haben Weizen. Und wir wollen natürlich dann, sobald dieses Haus fertig ist. Das Haus ist der nächste Knackpunkt. Oh, ich habe meine Liste weggemacht. Hier, ich habe meine Liste weggemacht. Da ist er wieder. Ja, dieses Haus wird der Knackpunkt sein. Danach wird die Mühle gebaut. Und ich hoffe, bis dahin haben wir dann auch genügend Rohstoffe. Das müssen wir uns dann natürlich angucken. Aber ich brauche dann unbedingt die Mühle. Die braucht auch ewig, ehe die fertig ist. Und die soll dann aber halt fertig werden. Ich weiß jetzt aber nicht, reicht das? Ich bin mir halt unsicher, weil wir haben jetzt hier nur diese zwei Kartoffelfelder. Und ansonsten wird auf den Feldern keine Nahrung angebaut. Na gut, wir haben Fleisch und Fisch noch. Und auch Eier im Notfall. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das funktioniert, ne? Ob das reicht. Das ist, eigentlich ist eine Mühle und zusammen dann auch gleichzeitig noch mit der ersten Bäckerei. Da dürfte es wieder funktionieren, weil wir können auf jeden Fall, müssten wir eine Gemüsepastete herstellen. Obwohl eine Gemüsepastete ging glaube ich nicht, aber eine Fleischpastete geht auf jeden Fall. Die hat ja schon mal 41 Kalorien, das ist ja schon mal viel, viel mehr als hier so eine Kartoffel. Oder auch Fleisch ist glaube ich momentan, ne, mit 8 das Höchste. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Okay, so die bauen. Die bauen. Wie gesagt, ich muss gleich wieder auf die Pause hauen. Ich will es ja sofort wieder erweitern. Bevor hier eine Chance besteht, dass hier. Das Ressourcenfenster hier oben gerade weggemacht. Mann! Was ist denn los? Was ist denn Konzentration hier? Und stopp. Ist fertig. Gleich ausbauen. Okay. Zack, weiter geht's. Der Ausbau kostet nämlich jetzt nochmal 150, 50, 60, 20, 30. Haben wir alles. Alles gut. Und jetzt können wir uns um die Mühle kümmern. So, was braucht die Mühle? 50, 90, 290, 150. Ja, haben wir. 170 haben wir. Passt. Mühle geht. Und ich hoffe, ich kriege die hier hin. Der Eingang. Der Eingang, ich weiß nicht, wo der Eingang ist. Oh, da ist irgendetwas, was da wieder stört. Mann, Alter.
Hier ist der Eingang, glaube ich, ne? Wisst ihr was? Dann setze ich die aber noch weiter nach hinten. Dann setze ich die noch weiter nach hinten. Weil ich will dann hier vielleicht eine Bäckerei oder so hinkriegen. Jetzt ziehe ich noch ein bisschen weiter nach hinten, damit die Bäckerei hier auf jeden Fall anpasst. Weil da ist die Scheune. Dann können wir die hier oben hinsetzen. Ja, wir setzen die jetzt einfach da oben hin. Wir ziehen hier kurz noch einen Weg lang. Und an diesem Weg setzen wir die an. Dann ziehen wir von hier unten dann auch noch einen Weg hoch. Okay. So. Hier setzen wir die jetzt einfach an. Moment. Ich will, dass sie hier so hinguckt. Und ich will, dass da noch ein Weg, dass man den weiterbauen kann. Oh, das geht auch so, ne? Ja, der geht vorbei. Okay. Setzen bitte. Okay. So, und dann eine Bäckerei. Ist auch relativ teuer. Muss jetzt auch nicht gleich hinterher sein. Der muss ja erstmal Mehl produzieren. Aber ich muss mal kurz gucken, wie groß ist eine Bäckerei. Ja, das ist gut. Also hier sollten wir auf jeden Fall zwei reinkriegen. Da ist hier wahrscheinlich schon mitten auf der Straße, oder? Ja, der ist hier mitten auf der Straße. Also zwei kriegen wir hier rein. Wahrscheinlich aber wirklich nur zwei. Also. Ach, vielleicht auch nur einer. Also wirklich. Ja, müssen wir gucken. Wenn wir sehen, also. Einer auf jeden Fall. Ich hoffe, der zweite. Ich werde hier irgendwie in der zweiten welche noch hinklatschen. Wenn es da ein bisschen über den Weg drüber hinaus guckt, ist mir das dann erstmal egal. Ich will hier auf jeden Fall zwei Bäckereien drin haben. So, eine Mühle braucht aber auf jeden Fall auch nochmal einen Brunnen. Und ich habe hier oben auch keine Brunnen. Das heißt, wenn es mal wieder brennt, wird es brenzlig. Wortspiel. Deshalb, wir bauen hier oben mal einen Brunnen hin. Dann haben wir da oben wieder einen Brunnen. So. Tier hier unten. Jetzt ist er wieder da hier, ne? Warte mal, wenn er wieder da ist, ist hier unten nichts los. So, mit dem Hafer. Schaffen sie. Ist ja hier auch dabei. Aber das mit dem Hafer wird wirklich knapp, ne? Also, ja, was heißt knapp? Ja, knapp wird das nicht, aber. Noch eine zweite Sonne hinfahren und dann ist Feierabend. Also mehr kann so ein Feld hier echt nicht bewirtschaften. So, dann ist das Haus schon fertig? Nee, da. Aber ich hab auch gar. Es ist einer Erwachsene? Ja, es ist einer Erwachsene. Endlich. Komm, ja, Baumeister. Brauche ich jetzt woanders erstmal nicht. Wird jetzt hier alle, die jetzt hier irgendwie nachrücken, erstmal ins Bauen reinhauen. Weißt du, jetzt relativ viel, was jetzt schon wieder gebaut wird. Und das wird auch eine Weile dauern. Nehmt mir das nicht übel? Aber hier wird es den nächsten kurzen Pitch geben. Meine Güte. Bis gleich.